Hi und hallo und wow, hallo nochmals. Willkommen zu meinem 100. Video und ja, mein Video ist heute unter dem Motto Sein oder nicht sein. Ja, das ist jetzt hier mal die Frage. Also, ich habe, als ich kleiner war, oft diesen Satz zu hören bekommen: Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Was willst du mal werden, wenn du erwachsen bist? Und so weiter. Und ja, diesen Satz fand ich immer total doof, weil dieser Satz impliziert ja eigentlich schon, dass du noch nichts bist. Und das fand ich immer falsch, weil ich habe schon immer den Eindruck, die Überzeugung und da den festen Glauben daran gehabt, dass ich, egal wie ich es drehe und wende, dass ich schon jetzt was bin und nicht erst noch was werden muss. Dass ich jetzt schon jemand bin. Ich bin jetzt schon auf jeden Fall Elena und ich kann natürlich noch nicht sagen, wie ich morgen werde, aber ich bin ja jetzt schon etwas. Und dieser Satz, was willst du mal später werden, was willst du mal später machen, den fand ich immer so komisch, weil ich einfach so mir überlegt habe, woher soll ich das jetzt wissen? Ich meine, diesen Satz kriegt man ja schon meistens das erste Mal gefragt, wenn man 5 Jahre alt ist. Da weiß man ja noch nicht mal, was später heißt, also im genau genommenen Sinne. Was heißt jetzt dieses später? Später in der Stunde, später morgen, später, vielleicht nachher, später, was? Wieso eigentlich? Wieso immer diese Frage? Was willst du werden? Was willst du mal sein? Viele Leute, habe ich so den Eindruck, wollen sind mehr Schein als Sein und wollen dabei immer so dieses hier noch ein großes Auto, hier ein fetter Urlaub, hier ein riesengroßes, ja, hier ein großes Haus, da noch irgendwas, hier noch irgendwas und ja, ich meine, all diese materiellen Dinge, wo man dann denkt sich, Dinge gehen wieder, aber warum muss man das haben? Warum muss man jetzt sich alles Mögliche anhäufen, alles Mögliche zulegen, alles Mögliche größer, immer besser, größer, 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 besser, teurer und so weiter haben, wenn man im Prinzip auch mit sehr wenig sehr zufrieden sein kann? Und dann habe ich ein Gespräch mit meiner Mom geführt. Die hat mir dann mal irgendwann gesagt, dass, also wenn man es mal so sieht, dass viele Leute den Eindruck haben, nach außen müssen sie mehr darstellen, als dass sie, also immer dieser äußere Eindruck, den müssen sie darstellen. Immer dieses Darstellen von sich selbst. Ich stelle etwas dar. Ich bin nicht wirklich ich. Ich bin nur eine Version von mir. Das ist immer so dieser Eindruck, den ich dann gewinne. Und ja, ich habe oft diesen Eindruck auch, dass dieses sich darstellen nicht wirklich, wirklich glücklich macht. Ich weiß nicht. Ich finde irgendwie, ich wundere mich nicht, dass so viele Leute heutzutage ja, in einen Burnout, in eine Krise, in eine Depression, in was alles noch so kommt, reinfallen, weil wir sind so eine Leistungsgesellschaft geworden und man muss immer mehr leisten, damit man immer mehr Geld bekommt, damit man immer mehr darstellen kann, damit man immer mehr ist. Und das finde ich persönlich ein Riesenfehler, weil du musst nicht immer mehr werden, immer mehr tun, immer mehr, immer mehr, immer mehr, sondern manchmal ist einfach auch besser, mal weniger zu tun, einfach mal weniger zu sein, einfach mal du sein. Sei nicht irgendwas, was du denkst, was jeder erwartet, was du bist, sondern sei einfach mal das, was du sein willst. Also, wenn ich geworden wäre, was ich erwartet hätte, dann wäre ich jetzt Ärztin, verheiratet, hätte ein Haus mit einem weißen Gartenzaun, einen Hund, der übrigens ganz unkompliziert ist, eine Schaukel an einem Apfelbaum und einen perfekt gemachten Garten. Und mit perfekten Partner und dazu noch 2 Kinder. Und das mit 23. Und das ist, ich bin so froh heutzutage, dass mein Leben nicht so verlaufen ist, weil wenn man sich's vorstellt und wenn man so überlegt, was die Welt, was alles so die Welt für dich bereithalten könnte, klingt alles viel schöner, alles viel besser, alles viel toller. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt schon Mutter sein müsste mit 2 Kindern, das wäre mir echt gerade viel zu viel. Und ich weiß auch nicht, ob ich gerade Lust hätte, verheiratet zu sein. Dieses ganze er und also er ist da und wir sind verheiratet und dieser Stress von Beziehungen und dieses zwischenmenschliche Zeug.
Nee, darauf hätte ich jetzt gerade gar keine Lust. Ich bin froh, dass ich, dass mein A ausgebrochen ist. Entschuldigt, mein Asperger. Ich bin immer noch bei diesem Abkürzungsding. Obwohl ich es inzwischen viel offener sage und viel öfter. Hätte ich auch nicht gedacht vor einem Jahr oder so. Aber auf jeden Fall, ich bin richtig froh, dass der ausgebrochen ist und mir damit etwas sehr Wichtiges gegeben hat. Nämlich, dass ich viele Dinge, die ich leisten wollte, nicht mehr leisten konnte. Ich konnte einfach nicht mehr, weil ich es einfach, ich konnte es zu diesem Zeitpunkt nicht. Und ja, damit haben sich viele Sachen einfach erledigt. So im Sinne von, sind einfach in Luft aufgegangen erstmal. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass es nicht sein kann, dass ich irgendwann mal verheiratet bin und Kinder habe. Das ist ja schon sowas, was ich gerne mal irgendwann würde. Oder zumindest denke ich, dass ich das gerne würde. Ich weiß es nicht, werde ich mal sehen. Aber auf jeden Fall, Ärztin werden will ich jetzt überhaupt nicht mehr. Das ist mir jetzt viel zu stressig, dieses die ganze Zeit, ja, studieren müssen. Ich habe einen Cousin, der studiert gerade Medizin und wenn ich so höre, wie viel er lernen muss, bin ich froh, dass ich das damals nicht gemacht habe und dass ich damals mir nicht mehr so viel Mühe gegeben habe, irgendwie Ärztin zu werden. Und dass ich erstmal, nachdem ich rausgefunden habe, dass ich einen Asperger habe, dass ich dann erstmal in so ein ich tue gar nichts mehr Loch gefallen bin und jetzt anfange, mich gerade draus rauszuschaffen und anfange, wirklich immer mehr ich zu sein. Immer mehr ich zu sein und nicht mehr diesen Wunsch zu haben, was erwartet jemand von mir, was ich sein soll, was ich sein könnte. Was könnte ich sein, was könnte ich Besseres sein, als ich es jetzt schon bin. Weil ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich einfach nicht mehr überlege, was könnte ich Besseres sein, als was ich bin, sondern was bin ich, ich bin vielleicht nicht die perfekte Version von mir. Aber was ist schon perfekt? Perfekt ist ehrlich gesagt das, was jeder für perfekt befindet. Und ich finde mich momentan stand so, ich bin perfekt, weil ich einfach gerade ich bin. Und ich einfach gerade anfange, ein Leben zu führen, so wie ich es mir wünsche. Und das ist doch etwas, was wirklich erstrebenswert ist. Nicht, was denkt mein Nachbar, wenn ich jetzt kein Riesenauto habe, wenn ich jetzt keinen Swimmingpool habe, wenn unser Garten nicht perfekt gepflegt ist. Das sind alles so Sachen, die sind total egal, weil das sind nicht die Sachen, die einen am Ende wirklich richtig glücklich machen. Das, was einen am Ende wirklich glücklich macht, ist das, was du aus dir machst. Und wenn du in dir ein glücklicher und zufriedener und ausgeglichener Mensch bist, dann fang an, Mini-Kleinigkeiten dich so zu freuen, dass es ja, dass es wirklich unnormal ist. Sowas wie, ich bin jemand, ich freue mich riesig, einfach nur, ja, wenn ich heute denke, heute bin ich ich weiß nicht mehr genau, wann ich aufgestanden bin, aber auf jeden Fall bin ich aufgewacht und es hat geregnet. Und ja, das hat mich dann erstmal gefreut, weil es dann einfach schöner war, weil ich irgendwie dieses Regentropfen-Ding beim Aufwachen richtig schön fand. Oder sowas wie, meine Mutter hat mir einen Spielball mitgebracht. Wenn man den richtig wirft, dann fängt er an zu leuchten. Und das freut mich. Und das ist so etwas. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich jeden Tag diesen Druck hätte, etwas leisten zu müssen, etwas Größeres zu sein, etwas Größeres darzustellen, dann könnte ich mich gar nicht über so eine Kleinigkeit freuen. Da fällt mir noch eine andere Geschichte ein. Meine Mutter hat mir meine Geschichte erzählt, dass ein Junge seinen Vater gefragt hat, wie viel er denn in der Stunde ungefähr verdient. Und der Vater hat ihm dann halt auch die Auskunft gegeben. Und dann hat der Junge den Vater eben gefragt, ob er ihm noch 20 Euro gibt. Und dann ist der Junge in sein Zimmer gegangen und hat sich riesig gefreut drüber. Und der Vater ist dann eben auch hingegangen und hat gesehen, dass der Junge aber schon Geld hatte. Und hat gefragt, was er denn jetzt mit dem Geld machen will. Und hat der Junge gesagt, jetzt kann ich mir eine Stunde mit dir leisten. Und ja, sowas finde ich dann tragisch, weil das heißt im Klartext, der Junge glaubt, er müsste seinem Vater Geld geben, weil er hat keine andere Möglichkeit, die Zeit mit seinem Vater zu verbringen oder Zeit mit jemandem zu verbringen. Und das finde ich tragisch. Wenn du so in diesem, ich will etwas darstellen, etwas sein, etwas, etwas da, also wirklich etwas hier ein Bild von mir abzeichnen, dass ich aber in die Außenwelt, ich möchte den besten Ruf der Welt haben und alles, wenn das alles dir so wichtig ist, dass du darüber hinaus die Menschen und die dir wichtig sind, vergisst, dann ist es wirklich nur noch tragisch. Und da bin ich eben froh, dass ich nicht so jemand bin, dass ich jemand bin,
dass ich mir noch nie überlegen musste, wie viel mein Vater Stundenlohn kriegt, damit ich mit ihm Zeit verbringen kann, sondern dass ich einfach mit meinem Vater dann, wenn ich Zeit verbringen wollte, Zeit verbringen konnte oder auch mit meiner Mutter. Und manchmal ist es einfach gut, mal nicht zu versuchen, etwas darzustellen, was man nicht ist, sondern einfach mal sein, wer man ist und dafür ein glückliches und ausgeglichenes und vor allem auch entspannteres Leben zu führen. Ja, ich hoffe, meine Nachricht und meine Message ist jetzt angekommen und ja, ich würde mich freuen, wenn es so ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns wieder am Freitag sehen. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ihr könnt mir natürlich auch gerne Kommentare schreiben in die Kommentarbox unten oder eben eine E-Mail an die bell.readmy@outlook.com oder eben auch, wenn ihr mögt, eine Nachricht über Facebook oder Twitter. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Bis dahin, tschüss und bis bald.